Oh Gott. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Zuschauer. Ich ringe mich mal wieder durch, eine derartige Produktion für euch anzufertigen, um euch glücklich zu machen, indem ich euch unterhalte. Link zum Multicopter in der Videobeschreibung. Link zu diesem Hut in der Videobeschreibung. Ich sippe das Dr. Pepper, das ich ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt habe. Alles Notwendige wurde abgeklärt. Nun, ich treibe mich mal wieder auf eBay Kleinanzeigen herum. Aber zuvor habe ich noch eine Botschaft von Incognito Spastico an euch. Sagt mal, meine Lieben, kennt ihr eigentlich schon Friedrich, meinen Eselschimpansen? Soll ich ihn jetzt mal mit dem Staubsauger die Eier absaugen? Er hat nämlich ganz, ganz prächtige Eselsklöten. Weiter im Text. Incognito Spastico und ich kooperieren ja regelmäßig und ich muss mich da mal so entschuldigen in vielerlei Hinsicht. Ich bin ein furchtbarer Mensch, habe mich zu viel Unsinn hinreißen lassen. Habe ich überhaupt aufgenommen? Warte mal. Ja, 2 Minuten 11 Sekunden habe ich schon von meinem und euren Leben verschwendet. Ist ja Wahnsinn. Habe mich so viel unnötigen Schmutz hinreißen lassen und naja, also einige Bewegtbildproduktionen angefertigt und war daran beteiligt, die eigentlich überhaupt niemand zu Gesicht sehen bekommen sollte. Es wurden Rentner belästigt, Leute belästigt, Dinge zerstört und alles mögliche und das ist nicht gut. Ihr lacht, ihr mögt das, ihr... Euch ist das wert, dass ich und andere ihre Leben dafür opfern, um euch zu unterhalten. Das ist so absolut legitim. Aber damit ist es im gewissen Maße ist jetzt Schluss. Es werden keine fremden Personen mehr eingezogen, irgendwelche Rentner oder so. Irgendwas nie von mir. Was der gute bemaskte Opa macht, ist mir wurscht. Und dafür stehe ich nicht mit meinem Namen, außer ich heiße Gustav Mann. Gustav Mann! Gustav! Mann! Aber ich heiße nicht Gustav Mann, deswegen ist das nicht der Fall. Ich habe diesen Max-Vlog gelöscht, damit er aus dem Internet verschwindet, wie die Reste des Wahnsinns. Jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, dass nur noch Sachen im Internet sind, für die ich mehr oder weniger stehen kann und mich nicht so schämen muss. Und das war auch das letzte Mal, dass sowas geschieht. Ihr müsst euch dann einfach an den Herrn Spastico halten, wenn ihr weiterhin derartigen Durchfall haben wollt. Gut, da fange ich nochmal an. Anwalt. Ich rufe bei einem Anwalt an, naja, hoffentlich verklagt er mich jetzt nicht. Naja, was heißt. Kanzlei Voss. Ja, guten Tag, bin ich in der Kanzlei? Ja, Kanzlei Voss. Ausgezeichnet, ja, das ist das, ja. Ich melde mich wegen einem relativ dringenden Fall. Ich habe eigentlich nur eine Anfrage, ob das möglich wäre, bei Ihnen zu behandeln. Mit wem spreche ich bitte? Mein Name ist Markus Lanz. Markus Lanz, aha. Wie bitte? Und worum geht's Ihnen? Incognito Spastico hat mich in seinem letzten Video mehrmals beleidigt. Und damit auch meine Mutter. Und ich möchte ihn verklagen. Mhm.
kleinen Augenblick, da muss ich mal nachgucken, ob jemand hier das Sachgebiet bearbeitet. Kleinen Moment bitte. Ausgezeichnet. Ja, sind Markus Lanz am Telefon, der will ihn anzeigen. Aber wir sind da eigentlich für Immobilienrecht hier. Können wir das überhaupt handeln? Hallo, sind Sie noch dran? Was soll ich denn nicht so lange erzählen? Ich hoffe, die hören das jetzt nicht mit. Hallo? Mensch. Naja, jedenfalls ist der Arsch kein Gänsehals, also das wisst ihr ja schon. Also ich würde das an dieser Stelle jetzt beenden. Mensch, hier! Ruf ich eben einen anderen an. Anwalt für spanisches Grundstücksrecht gesucht. Ich suche Anwalt, ich suche einen Anwalt. Ich rufe jetzt einen an, der einen Anwalt sucht. Okay, das ist eigentlich nie das, was ich wollte, weil ich wollte einen Anwalt anrufen. Aber... Ach. Seien Sie gegrüßt, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, der Anwaltssuche. Ja, richtig. Ich hoffe mal, dass es sich bei Ihnen um einen Anwalt handelt, weil ich möchte einen Bekannten verklagen, der mich in einem seiner letzten Videos beleidigt hat. Es handelt sich um Incognito Spastico, die kleine Ratte. Gut, ja, komm, besuchen einen Anwalt, der auch gegen Polizisten geht. Weil das ist bei mir hier vor die Polizisten gegangen, das ist kein Anwalt, gegen Polizisten kommt. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Letzter Ton. Wie bitte? Hallo, hören Sie mich? Nein! Nein! Nee, mit den Anwälten ist es hier nicht. Das ist... Ach ja, da komme ich auf gute Ideen. Drohnen. Ferngesteuerte Drohnen. Keine Nummer. Ah, hier. Auch keine Nummer. Drohne verloren. Nee, die hier nehme ich. Oh, das ist alles nicht so einfach, aber das wisst ihr ja. Ich muss ja meinen Arm immer hochstrecken. Ich habe gestern Nacken trainiert, das tut weh. Das tut einfach weh. Jetzt geh ran, Bruder. Hallo? Dies ist die Mailbox von... Ja? Das ist alles nicht so einfach. DJI Kameradrohne, genau. Genau die will ich da haben. Meine Fresse. Wollen die denn alle nicht verkaufen? Wenn ich hier was reinstelle, muss ich schon rangehen. Wieder keine Nummer. Oh, keine Nummer. Keine Nummer! Keine Nummer. Ah, hier. Mensch.
wahr sein? Und das jetzt nicht funktioniert, wer stimmt dir? Hallo? Seien Sie gegrüßt, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Quadrocopter. Aha, na da war. Wie bitte? Hallo? Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Quadrocopter. Aha. Ist da noch zu... Was kann ich für dich tun? Wie bitte? Hallo? Robert. Ich verstehe Sie akustisch nicht. Ist doch ein Quatsch. Nee. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe doch keine Nummer. Mensch, da hat einer von 10 meine Nummer drin und ich. Wieder keine Nummer. Ich verzweifle. Keine Nummer. Der hat eine Nummer. Ja! Ja! Warum haben wir denn jetzt aufgelegt? Das ist alles anstrengend hier. Bitte geh ran! Geh einfach nur ran und rede mit mir! Bitte! Oh, Entschuldigung! Schmutzige Nachbarn, die. Na, seien Sie gegrüßt! Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Quadrocopter! Ja, wunderbar, hallo. Ausgezeichnet, also ist das gute Stück noch zu haben? Ist noch zu haben, ja. Das ist sehr fein. Ich würde das gerne erwerben, aber ich hätte noch eine Frage bezüglich des Produktes. Entschuldigung, ich höre ziemlich schlecht, also da ist irgendeine Verbindung unterbrochen. Vielleicht nochmal langsam? Nein! Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Quadrocopter. Ja, ja, das habe ich verstanden, genau, ja, ja, alles gut. Die haben Sie doch gerade erst eingestellt. Nee, ich würde das gute Stück gern erwerben wollen, habe nur noch eine Frage dazu. Na, welche Frage ist es denn? Naja, ich habe ein relativ bizarres Anliegen, was ich mit diesem guten Stück ausführen würde. Nämlich bezüglich meiner Großmutter. Ja. Ich möchte es in Brand stecken und in den Balkon meiner Großmutter fliegen und dann ihre Wohnung sozusagen damit abbrennen. Meine Frage wäre nur, ob das Ganze Spuren hinterlassen würde. Ja, das passt. Ja, ja, das geht schon. Also würde das mit dem Stück funktionieren? Ja. Und stehen Sie auch hinter meinem Vorhaben? Mit Ihrem Namen? Nee, ich denke nicht. Ah, das wäre für mich kaum entscheidend. Ja, nee, dummer Spaß oder jetzt eher eine witzige Angelegenheit oder was soll das werden? Das könnte man nicht besser umschreiben, geliebter Onkel. Am besten ruft doch mal eine Klinik an, dann wird es vielleicht besser mit euch. Na? In die Klinik? Also, ich wünsche euch was. Tschüss. Danke gleichfalls, Bruder. Gucken, wie viel Akku ich noch habe. Nee, jetzt keine Zeit mehr, um in der Klinik anzurufen. Wenigstens hat der gute Mann selber Ideen entwickelt für Telefonforschung, das ist ja schon mal was. Also, das war mal wieder ein Reinfall. Eine Enttäuschung war das. Ich habe euch enttäuscht. Ich wurde enttäuscht von Leuten, die ich angerufen habe. Scheiß Mist. Ich würde das am liebsten jetzt löschen hier, aber ich lade es einfach hoch. Tschüssi und macht alles eurem Leben. Also damit ihr nicht so endet wie ich hier, das ist so ganz traurig.